Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Buddy. Wir beschäftigen uns nun mit dem Rang einer Matrix. Also wir haben hier drei Matrizen A, B und C. Hier haben wir jeweils eine 3-Kreuz-3-Matrix, hier haben wir eine 3-Kreuz-2-Matrix und wir möchten nun den Rang dieser Matrizen bestimmen. Wie geht das? Ja, man probiert diese Matrix in die sogenannte obere Dreiecksform zu bringen. Das heißt, man schaut, dass unter der Hauptdiagonale, das ist hier ist ja die Hauptdiagonale, und drunter möchte man lauter Nullen stehen haben. Das wäre dann die obere Dreiecksform und quasi hier oberhalb dieser Hauptdiagonalen, die zeichne ich, das ist hier die Hauptdiagonale, hier wäre es diese. Ja, und hier ist es im Prinzip schon diese hier. Also man möchte das so in die Form bringen, dass drunter lauter Nullen stehen. Geht es schon davor, so hat man 0 Zeilen, verringert das den Rang der Matrix. So, wie geht das jetzt? Schauen wir es uns mal bei der Matrix A an. Wir haben hier einen von 0 verschiedenen Eintrag, das ist die 10. Wie bringe ich die 10 jetzt weg? Ja, indem ich zum Beispiel sage, ich ziehe zweimal die zweite Zeile von der dritten Zeile ab. Oder ich kann es auch so herschreiben, dritte Zeile minus 2 mal der zweiten Zeile. Das ist jetzt eine elementare Umformung dieser Matrix. Also, was bekomme ich heraus? Die erste Zeile kann ich sowieso stehen lassen. 1, 2, 3, dann 0, 5 und 4. So, dritte minus 2 mal der zweiten. 0 minus 0 ist 0. 10 minus 2 mal 5 ist 10. 10 minus 10 ist 0. So, 2 mal 4 ist 8. 2 minus 8 ist minus 6. Und jetzt habe ich diese Form, die ich mir gewünscht habe, nämlich hier, ich kann das hier auch so in eine Art Stufenform bringen. Und zwar gehen die Stufen bis ganz herunter. Das sieht man, gell? Ich habe hier alle drei Zeilen. Das heißt, ich kann sagen, der Rang der Matrix A ist eben jene Anzahl an Zeilen, die nicht Nullzeilen sind. Und das ist in dem Fall hier 3. So, jetzt schauen wir uns hier die Matrix B an. Jetzt ist auch hier dieses Element, die 3, die stört uns. Ja, wie können wir die wegbringen? Ja, indem wir zum Beispiel von der dritten Zeile, was ziehen wir da ab? Ja, die Hälfte von der zweiten Zeile, also minus ein halbes mal der zweiten Zeile. Also, die erste Zeile kann ich stehen lassen, 1, 2, 3. Die zweite Zeile kann ich stehen lassen, 0, 6, 4. Jetzt die dritte Zeile, 0 minus 0 ist 0. 3 minus ein halbes von 6 ist 3. 3 minus 3 ist 0. Und auch da, die Hälfte von 4 ist 2. 2 minus 2 ist 0. Achtung, jetzt habe ich hier eine Nullzeile, gell? Und zwar hier. Das heißt, wenn ich das mal jetzt in Stufenform bringe, dann sehe ich, ich habe hier eine sogenannte Nullzeile, nennt man das. Jetzt habe ich nur zwei Zeilen, die keine Nullzeilen sind. Das heißt, der Rang der Matrix B ist gleich 2. Und jetzt schauen wir uns noch hier die Matrix C an. Jetzt möchten wir ja zunächst mal hier die 4 wegbringen. Wie geht das? Ja, indem ich von der dritten Zeile was abziehe? Ja, zweimal die erste Zeile. Also, was kommt dabei heraus? Die ersten zwei Zeilen kann ich abschreiben. 2, 3, 0, 1. So, 2 mal 2 ist 4. 4 minus 4 ist 0. 2 mal 3 ist 6, minus 1, minus 6 ist minus 5, ist minus 7, Entschuldigung, haben wir minus 1, minus 6 ist minus 7. Ja, und jetzt schaue ich, jetzt kann ich aber auch hier zu dieser dritten Zeile was noch dazu zählen, nämlich 7 mal die zweite Zeile. Was kommt dann
heraus, dann kann ich wieder die erste Zeile abschreiben. 2, 3, 0, 1. So, dritte Zeile plus 7 mal die zweite Zeile. 0 plus 0 ist 0. 7 mal 1 ist 7, minus 7 plus 7 ist 0. Also habe ich auch hier wiederum diese Trapezform erreicht, diese Stufenform. Auch hier habe ich wieder eine Nullzeile. Das heißt, der Rang der Matrix C ist wiederum nur 2. Wofür braucht man dieses Bestimmen des Rangs? Da geht es unter anderem darum, um zum Beispiel die Lösbarkeit eines Gleichungssystems zu bestimmen. Dann ist es ganz wichtig, dass man den Rang einer Matrix kennt, und man kann hier eben sehr schnell mit kurzen elementaren Umformungen den Rang einer Matrix bestimmen. Ja, wenn euch das wieder gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.